Bevor es gleich losgeht, ganz kurz, hier sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Viel Spaß heute. Die Heimmannschaft aktuell mit den wenigsten Toren in der Liga. Da geht offensiv zu wenig zusammen. Ja, und das müssen sie dringend ändern. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Keine Gefahr. Der Torwart hat den Ball locker. Ja, schwacher Ball hier. Weg ist der Ball. Wird das eine Torchance? Und er gewinnt den Zweikampf. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Jean-Pierre Reiner, Bujalika. Guter Pass jetzt. Da kommt der Steilpass. Klasse dazwischen gegangen. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt gibt es hier eine Ecke. Die Ecke kommt rein. Die Ecke kommt rein, aber der Torwart ist da. Macht er ihn. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Den Ball kann er klären. Sie holen sich den Ball. Nedim Bayrami. Sie kommen jetzt über außen. Flanke jetzt. Fällt das Tor doch noch? Der Ball fliegt Richtung Tor, geht aber dann doch ein gutes Stück drüber. Velotic. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen.
Jetzt der Schuss. Den Ball erwischt er gar nicht gut. Und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Auf Außen ist Platz. Korrekte Entscheidung, da war er, wenn auch knapp im Abseits. Das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Da gibt es kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Ich weiß nicht, ob er das direkt versuchen wird. Die Distanz ist enorm bei diesem Freistoß. Da wollten sie viel, aber rausgekommen ist sehr, sehr wenig. Nee, nicht wenig, Wolf. Nix. Gar nichts. Und das war auch nichts. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Da kommt die Hereingabe. Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Ecke kommt. Nedim Bayrami. Schöne Aktion. Keine gute Flanke. Spiel geht mit Einwurf weiter. Kurze Unterbrechung. Der Ball ist im Seitenaus. Alen Dayeti. Rave. Klasse Pass. Und jetzt die Chance. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Die Ecke kommt. Ui, das war eine gute Möglichkeit. Aber der Keeper hält den Ball. Nedim Bayrami. Und da ist der Ball wieder weg. Und jetzt wird es Einwurf geben. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Rave. Gute Aktion, gut geklärt. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Na, keiner kann was aus der Flanke machen. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Chance zur Führung. Kein Tor.
Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Jetzt kommt die Ecke. Das war knapp. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Gute Aktion, da ist die Flanke. Das ist wirklich unglaublich. Auch hier treffen sie nicht. Und wenn sie im Abschluss nicht besser werden, dann wird das hier nichts. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Da geht er vorbei. Da ist die Flanke. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Kayubi. Gute Aktion. Souverän gemacht, war gar nicht so einfach. Guter Pass. Den spielt er gut. Jetzt schießt er. Fällt das Tor doch noch. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Schöner Pass. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Da machen sie das Tor. Und das auch noch zu einem Spitzenzeitpunkt. Das heißt, wie nochmal? Psychologisch wertvoll, psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Da gehst du dann auch ganz anders in den zweiten Abschnitt mit viel mehr Power. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Nedim Bayrami. Da ist erstmal keiner. Gute Flanke. Und zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Enge Kiste hier bisher. Dürfte eine spannende zweite Hälfte geben. Ziemlich enttäuschend. Leider wieder mal die Angriffsleistung. So wird das nix. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Flanke jetzt. Fällt das Tor doch noch? Der Ball fliegt Richtung Tor, geht aber dann doch ein gutes Stück drüber.
Der Ball rollt wieder. Zweite Hälfte läuft. Ja, mal schauen, was uns die Teams jetzt zeigen. Erste Halbzeit war schlichtweg fantastisch mit klasse Offensivaktion. Gerne mehr davon. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Das ist jetzt seine Chance. Er schießt. Da hat ja kaum was gestimmt. Ball geht weit vorbei. Abhaken. Alen Dayeti. Und das ist der Ballverlust. Lange Flanke jetzt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Das wird einen Eckball geben. Jetzt die Ecke. Jetzt der Schuss. Und Tor, den macht er. Aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Der Ball streift da den Pfosten noch. Genauer kann der Abschluss nicht passen. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Da ist Platz. Da kommt er nicht vorbei, er verliert den Ball. Muss Einwurf geben. Kajubi. Marko Bajic. Er versucht es einfach mal. Ja, da einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Marko Bajic. Klasse Pass. Den Ball hat er. Ganz souverän. Gute Aktion. Marko Bajic. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Es gibt einen Wechsel beim FC St. Gallen. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt auch den erhofften Erfolg haben wird. Die Mitspieler bieten sich an. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Wir können nichts aus der Flanke machen. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Alen Dayeti. Gutes Pressing jetzt. Schöner Pass. Jetzt hatten sie die Chance. Das wäre die Führung gewesen. Marko Bajic.
Oh, das war wichtig. Wenn der Ball ankommt, dann wird es hier gefährlich. Wird das eine Torchance? Flanke kommt ganz weit. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Es gibt einen Wechsel beim FC St. Gallen. Genau. Neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Jetzt der Eckball. Und jetzt ist der Ball geklärt. Und er schießt. Oh mein Haar, hätten sie die Nase vorn gehabt, aber Chance vergeben. Das könnte gefährlich werden. Und die Situation geklärt. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Kayubi. Da verlieren sie den Ball. Der Freistoß, klare Sache. Flanke. Trifft er, ja, drin, Tor. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Kurze Distanz, kein Thema für ihn. Das macht er ganz souverän. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Das ist ein Foul. Freistoß. Da trennt er ihn fair vom Ball. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Gleich wird hier gewechselt, die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Da stand der Assistent gut, abseits. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen, insbesondere in der Offensive wäre das nötig, sie liegen zurück. Netter. Klasse Aktion, Ball ist weg. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Barnetta. Weg ist der Ball. Jetzt ist er durch. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Der Eckball könnte jetzt ganz wichtig sein. Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt es hier doch noch die Verwarnung. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. So, Ecke kommt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Oh, das sieht nicht gut aus, könnte gelb geben.
Es gibt die gelbe Karte. In meinen Augen völlig zurecht. Bin ich bei dir, Wolf. So darf er da niemals hingehen. Gibt auch noch Freistoß aus einer richtig guten Position. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Das ist die Chance auf den späten Ausgleich. Exzellente Distanz. Den wird er direkt abschließen. Die Spieler in der Mauer müssen aufpassen. Das könnte sonst eine Verwarnung geben. Guter Versuch. Super gemacht vom Torhüter. Er holt sich den Freistoß. Fängt diesen Ball ab. Da ist die Flanke. Da können sie erstmal klären. Super dazwischen gegangen. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Barnetta. Weiter geht es mit einem Einwurf. Fairer Einsatz hier. Da kommt die Hereingabe. Oh, schwach. Naja, da ist der Ball versprungen. Da hat auch die Technik nicht gepasst. Ungefährlich. Kayubi. Reguläre Spielzeit ist um, aber es gibt 4 Minuten obendrauf. Und die Fans hätten den Abpfiff lieber früher als später, aber noch sind wir nicht durch. Kayubi. Und nun ein Schuss. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Vielleicht die letzte Chance, hier noch den Ausgleich zu erzielen. Und das ist ein Ball für einen Torhüter, gar kein Problem. Rave. So, das ist der Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Schauen wir mal in die Statistik. Sie hatten tatsächlich weniger Ballbesitz. Ja, aber wenn sie ihn hatten, waren sie zwingender. Und daher geht der Sieg in Ordnung. War nicht unbedingt mitzurechnen mit diesem Sieg. 2 Treffer heute und ein richtig toller Sieg. Da dürften Sie zufrieden sein. Das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Schöner Pass. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Glück dabei. Gute Flanke. Trifft er, ja, drin, Tor. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Es gibt die gelbe Karte. In meinen Augen völlig zurecht. Bin ich bei dir?